Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. 2020 ist ein kurioses Jahr. Wir können nur hoffen, dass es 2021 deutlich besser wird. Ob die Stadt die entsprechenden Weichen gestellt hat, das klären wir jetzt in unserem Jahresrückblick 2020 Teil 2. Dafür bei uns im Studio zu Gast der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Sören Link. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, Sören, vielen Dank, dass du heute diese Woche auch erneut zur Verfügung stehst und ja mit uns auf die einzelnen Projekte der Stadt guckst. Wir haben in der vergangenen Woche ja viele politische Themen angesprochen. Jetzt wollen wir mal einen Ausblick geben auf die anstehenden Projekte, die unsere Stadt weiter nach vorne bringen. Und da muss ich erstmal ein Kompliment aussprechen. Also ich finde, das, was da am Hauptbahnhof entstanden ist, vor allem das Mercator-Wann-Gebäude, das lässt sich sehen, das hat schon so ein bisschen was von Großstadt-Flair. Ja, es ist auf jeden Fall mal ein echtes Highlight und es freut mich sehr, dass es genau an der Stelle dort auch mit so viel Esprit und mit so viel Elan gebaut worden ist. Thorsten Töller, als der dahinter steht, hat klar gesagt, er baut, auch wenn es noch keine Vorvermietung gibt, weil er an den Standort glaubt und an die Entwicklung der letzten Jahre. Deswegen freue ich mich sehr, dass es A, ein optisches Highlight ist und das ist es. Und dass B, auch die Vermietung offensichtlich sehr gut läuft. Und ich bin da ganz sicher, da kann sich Duisburg drauf freuen. Auch das Quartier 1, was ja auch sehr nah am Hauptbahnhof ist, läuft auch ganz gut. Das Lahnhof ist ja mittlerweile belegt. Jetzt wird da fleißig weitergebaut. Eine Fachhochschule entsteht und ein weiteres Bürogebäude. Eigentlich auch sehr positiv, was da so ist, oder? Am Bahnhof. Ja. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass Duisburg als Bürostandort wirklich Qualitäten hat und sich sehen lassen kann. Und es macht vor allen Dingen auch Mut für die Entwicklung des alten Güterbahnhofsgeländes. Denn das ist ja letztlich nur der Sprung über die Koloniestraße. Und dann sind wir ja schon in diesem Teil Duisburgs. Aus meiner Sicht. Du nimmst mir meine Stichworte vorweg. Nein, ja, alles gut. Aber ich glaube, man muss es schon im Zusammenhang sehen. Also die Ansiedlung der Fachhochschule an dieser Stelle, das Lahnhof an dieser Stelle. Das macht schon deutlich, dass wir da wirklich eine Qualität haben, die es sonst in Nordrhein-Westfalen kaum irgendwo gibt und dass es da viele Standortfaktoren gibt, die für Duisburg sprechen, was die Erreichbarkeit beispielsweise angeht. Und das macht schon wirklich Mut, auch wenn man an das Thema alter Güterbahnhof denkt. Jetzt alter Güterbahnhof, wenn wir gerade bei dem Thema sind, für uns alle in Duisburg sichtbar ist, dass die Halle weg ist. Also dass wir da schon mal auf eine schöne Fläche gucken. Jetzt gab es Ideen. Ihr habt auch die Bürger gefragt, welche Ideen die Bürger haben für das Gelände. Was ist dabei rausgekommen? Ja, der Prozess läuft ja noch. Und auch da, glaube ich, ist es einfach mal wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir hier eines der deutschlandweit bemerkenswertesten Beteiligungsverfahren machen. Ein Online-Beteiligungsverfahren in mehreren Schritten, wo wir einerseits die Bürger fragen, was könnt ihr euch vorstellen? Und andererseits diese Rückmeldung der Bürgerschaft zu Expertenteams, die wir natürlich auch gefragt haben aus ganz Europa. Was könntet ihr euch als Landschaftsarchitekten, als Architekten, was könntet ihr euch vorstellen? Was sollte auf diesem Quartier mit so einer wunderbaren Lage, was sollte da entstehen? Und das wiederum wird zurückgespielt in die Bürgerschaft. Die können dann darauf wieder reagieren. Und dann geht es in die Endauswahl. Also das ist ein mehrstufiger Prozess, der sich wirklich sehen lassen kann, der uns viel Arbeit macht. Aber ich glaube, auf der anderen Seite auch viel Qualität am Ende bringt. Und deswegen freue ich mich. Wir sind jetzt mittendrin. Die erste Runde ist gelaufen. Und jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger halt die Chance, tatsächlich nochmal auf die Rückmeldung der Experten einzugehen. Und dann geht es in die Endauswahl. Aber was sind das für Ideen, die dort genannt wurden? Kannst du da was zu sagen? Ich will dem Prozess jetzt nicht vorweggreifen. Aber insofern schon mal wirklich Mut machen. Es waren renommierte Büros dabei. Also Duisburg als Standort und gerade dieser Standort am alten Güterbahnhof scheinen hochinteressant zu sein, quer durch Europa. Letztlich ist die Aufteilung bei allen ein Stück weit so gewesen, dass wir gesagt haben, wir brauchen einerseits Wohnangebote, andererseits Büroflächen, Gewerbeangebote, aber es soll eben auch urbanes Leben da möglich sein, also auch ein Stück weit Freizeitangebote im weitesten Sinne. Und das Thema smarte Quartiere war ein ganz wesentliches Thema. Also wenn wir da schon ein neues Quartier bauen, wie kann man die Verkehre intelligent und zukunftsfähig machen? Wie kann man
die Infrastruktur intelligent und zukunftsfähig machen. Aber wie kann man auch die Wegebeziehung intelligent und zukunftsfähig machen? Denn für alle, die sich das Gelände nicht so ganz vorstellen können, vom Hauptbahnhof kommt man über die Duisburger Freiheit auf der einen Seite Richtung Wedau, also Sportpark, aber auch Richtung Sechsseen Wedau und dem wunderbaren Quartier Wedau Nord. Und auf der anderen Seite kommt man Richtung Hochfeld in das Quartier der IGA 2027, wo sich in den nächsten Jahren vieles entwickeln wird. Also auch die Wegebeziehung spielt für alle Beteiligten eine Riesenrolle. Aber ein Outlet wird es nicht mehr geben. Ne? Das, ich war ja ein Verfechter, ich oute mich. Aber. Ich war auch ein Verfechter, aber die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Und im Gegensatz zu dem einen oder anderen amerikanischen Präsidenten ist für mich die Wahl, ob sie mir gefällt oder nicht, ausschlaggebend. Der Souverän hat gesprochen, das Thema ist durch. Und wir planen jetzt eine andere Nutzung und die wird sich so ein Stück weit wieder an dem orientieren, was Foster seinerzeit auf den Weg gebracht hat. Und ich bin sicher, dass die Rückmeldung der Bürger, aber auch der Expertenteams dazu führen werden, dass wir da ein wirkliches Highlight für Duisburg kriegen. Und wir lassen uns da auch die notwendige Zeit, was wir deshalb können, weil uns die Grundstücke mittlerweile gehören. Und deswegen habe ich da ein hohes Interesse daran, dass es nicht nur bei solchen herausragenden Grundstücken so ist, Wedau oder Güterbahnhof, sondern auch bei weiteren Grundstücken, dass wir selber entscheiden können, was und in welchen Zeiträumen da was passiert und da auch auf Qualität setzen können, aber eben auch auf zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum. Stichwort Theissenquartier in Hochfeld, auch da gibt es einen herausragenden städtebaulichen Entwurf, da können wir uns drauf freuen. Hochfeld wird an der Stelle einen Impuls von innen kriegen. Das wäre richtig klasse. Will ich gleich auch noch ansprechen. Aber ich bin neulich tatsächlich mal Bahn gefahren. Und ja, da fährt man ja vor jedem Hauptbahnhof, fährt man, ja, ich sage jetzt mal, durch Quartiere, die ähnlich gelagert sind wie unser Güterbahnhof, die ja mittlerweile alle auch schon irgendwo bebaut wurden. Ich habe so die Sorge, dass das so ein Einheitsbrei wird wie in jeder anderen Stadt, die es schon längst hat. Angefangen schon mit Düsseldorf. Wenn man von hier nach Düsseldorf fährt, rechte Seite ist wahrscheinlich das, was wir hier dann auch bekommen. Bin ich nicht. Du fährst keine Bahn, merke ich, okay? Nein, ich fahre schon Bahn, aber das Quartier kenne ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Natürlich sind diese Flächen mit der Beziehung zu den Bahngleisen, also ehemalige Bahnflächen, die wieder freigegeben wurden, natürlich sind die ein Stück weit vergleichbar, aber jede ist schon unterschiedlich. Und wir haben in Duisburg eben die großartige Situation, dass wir hier nicht nur die Beziehung zum Hauptbahnhof haben, sondern eben auch die Beziehung zur Autobahn und die Verbindung nach Düsseldorf zum Flughafen beispielsweise. Das macht die Entwicklung dieses Quartiers so unglaublich spannend. Und die Wegebeziehungen Richtung Wedau und Richtung IGA, Richtung Hochfeld kommen dazu. Also das wird also kein totes, kein steriles Quartier, sondern es wird eins, was wirklich mit Leben gefüllt wird. Und darauf können wir uns schon freuen. Und es wird mit Sicherheit vergleichbare Aspekte geben, keine Frage. Aber das wird schon ein einzigartiges Quartier. Und da können wir wirklich voller Vorfreude drauf gucken. Und nochmal, jeder kann ja auch so ein Stück weit mit seinen Ideen da derzeit Einfluss drauf nehmen. Also noch könnte ich mit meiner Idee. Immer ran. Na gut, ich überlege es mir nochmal. Also wenn jemand da was zum Outlet schreibt, dann weiß jeder schon. Der Outlet ist vorbei. Aber bleiben wir mal am Bahnhof. Der Bahnhof kriegt jetzt, ich glaube, an die 300.000 Euro für Renovierungsarbeiten. Aber hast du Informationen, wann der große Wurf, wann wirklich die Bedachung kommt? Gibt es da Signale von der Deutschen Bahn? Ja, wir haben auch hier an der Stelle ja die Situation, die ich in der letzten Sendung schon mal angesprochen habe, dass das Ausschreibungsergebnis, in dem Fall jetzt eben der Deutschen Bahn, nicht zu irgendeinem bewertbaren Angebot geführt hat. Und ich kann auch nachvollziehen, dass ab einer gewissen Grenze, wir reden über Steuergelder, die da verbaut werden, dann auch gesagt wird, nee, das akzeptieren wir nicht, wir schreiben nochmal neu aus und leider Gottes dann mit entsprechend zeitlichem Verzug. Das ist hier an der Stelle auch so. Ich bedauere das sehr, weil der Duisburger Hauptbahnhof eigentlich ein sehr schöner ist, aber in einem Zustand ist über viele Jahre jetzt mittlerweile schon, der sich echt nicht mehr sehen lassen kann. Deswegen habe ich das mir schon etwas anders vorgestellt, aber ich verstehe, dass die Deutsche Bahn an der Stelle sagt, ich starte das Verfahren neu. Die Vorbereitungen auf die neue Ausschreibung laufen. Und ich hoffe sehr, dass pünktlich zu IGA, also 2027 und am besten vorher, der neue Hauptbahnhof dann auch wirklich die Gäste hier in Duisburg in Empfang nimmt. Das ist ambitioniert, auch wenn es sich noch weit weg anhört, aber die ganzen
Schritte bis dahin sind enorm eng getaktet. Ich kann nur zur Kenntnis nehmen, was die Bahn an Zeitplanungen davor gibt. Aber ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, bis 2027 den neuen Hauptbahnhof in Betrieb zu nehmen. Das machen wir ja hauptsächlich am Hauptausgang vom Hauptbahnhof. Es gibt ja auch den Ostausgang. Dort soll auch was passieren. Wie ist da Stand der Dinge? Das soll ja auch aufgehübscht werden. Ja, wir haben eine ganze Menge solcher Projekte, unter anderem eben auch am Ostausgang. Und da haben wir jetzt die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Und ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr einiges an Bautätigkeit oder ab dem nächsten Jahr einiges an Bautätigkeit erleben. Der Ostausgang wird zur Verbindung Neudorf und Bahnhof beitragen und die Verbindung auch deutlich schöner dastehen lassen und verkehrsgünstiger gestaltet dastehen lassen. Also da können wir uns auch drauf freuen. Dann lass uns jetzt mal Richtung Innenstadt gehen. Die alte Stadtbücherei ist abgerissen. Auch das Gebäude nebenan, der Volksbank Rhein-Ruhr ist auch mittlerweile abgerissen. Dort sollen zwei Torhäuser entstehen. Endlich kommt dieses Projekt. Wie beurteilst du das? Also es ist eine Riesenchance für Duisburg und insofern habe ich mich gefreut, dass der private Investor im letzten Jahr das eine Haus abgerissen hat. In diesem Jahr das eine Haus abgerissen hat und nächsten Jahr dann auch das andere Haus abreißen wird. War ich zu schnell? Mhm. Ich war lange nicht mehr in der Innenstadt. Nein, aber wenn man sich jetzt diese Fläche, die da von dem alten Volksbankgebäude anschaut, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie groß das da eigentlich ist und wie dominant beide Gebäude auch waren. Und ich glaube, diese beiden Torhäuser werden schon zu einer Aufwertung einerseits der Düsseldorfer Straße führen, das ist ja wichtig, und andererseits die Beziehung zwischen Forum einerseits, Königsgalerie andererseits und dann eben die fußläufigen Wege zwischen den beiden Dominanten da an der Stelle, wird nochmal aufgewertet über die Börsenstraße und über die Königsstraße. Das wird der Duisburger Innenstadt gut tun. Bin ich mir auch sehr sicher. Sieht die Stadt denn das in eines der beiden Torhäuser? Das war ja mal im Gespräch. Ja, wir haben eindeutig Platzbedarf. Wir überlegen ja auch, ein eigenes Verwaltungsgebäude neu zu bauen, um Synergieeffekte zu heben, um Mitarbeiter zusammenzuführen, bessere Angebote für die Bürgerinnen und Bürger machen zu können. Aber da ist derzeit nicht geplant, dass wir in eines der beiden Häuser einziehen. Gut, ihr könnt noch nicht sagen, wer da einziehen wird. Bleiben wir aber mal in der Innenstadt. Es gab einen Innenstadtdialog. Ich muss gestehen, da habe ich auch lange nichts mehr dazu gehört. Jetzt sind Corona-Zeiten, ist natürlich sowieso schwierig, gerade für den Einzelhandel. Wird es mit dem Innenstadtpakt weitergehen? Ja, da setze ich drauf. Die Duisburger Innenstadt ist ähnlich wie die Bezirke im Kleineren natürlich ein Stück weit eine Visitenkarte für die Stadt Duisburg. Und jetzt haben wir mit Corona eine besondere Situation. Eine Situation, die vielen Einzelhändlern schwer zu schaffen macht, das tut doppelt weh. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in der Stadt gezeigt, dass wir das ernst nehmen, was da besprochen wird und dass wir auch unseren Beitrag leisten. Im Kleinen, Stichwort Blumenampeln, oder im Großen, was das Pflaster angeht. Wir haben jetzt die Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Außenflächen vom Einzelhandel entsprechend angepasst, um auch einen Beitrag zu leisten. Das wollen wir in den nächsten Jahren fortsetzen. Das geht nur gemeinsam mit den Einzelhändlern, aber auch mit den Eigentümern der Immobilien. Deswegen klares Ja, das wird fortgesetzt. Da sind wir sehr gespannt. Wir wollen gleich im zweiten Teil mit dir Richtung Altstadt gehen, was sich da tut. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Unser Jahresrückblick 2020 mit den wirtschaftlichen Themen. Ja, und da waren wir zuerst am Hauptbahnhof ringsrum, haben uns da erkundigt, was alles passiert. Wir sind mittlerweile weitergezogen in die Altstadt. Lass uns mal gehen zum Calais-Platz. Da ist ja auch etwas geplant. Das soll ja alles umgestaltet werden. Ja, der Calaisplatz ist eine ganz entscheidende Stelle für die Duisburger Altstadt. Wir haben jetzt da zwei hochinteressante und ich finde auch richtig schön gelungene neue Immobilien, ein Hotel und eine Firmenzentrale. Das ist eine deutliche Aufwertung. Der Calaisplatz ist jetzt das Scharnier in die Altstadt. Und der sieht auch wirklich überholungsbedürftig aus. Ja, also der ist natürlich in die Jahre gekommen mit der Ansiedlung der ganzen Parkplätze da. Also es ist jetzt nicht ein Platz, der zum Aufenthalt animiert, aber
Wir wollen eben dieses Eingangstor in die Altstadt, diese Verbindung zum Steiger und aber eben auch zum Innenhafen selber, den wollen wir aufwerten. Dafür haben wir die entsprechenden Fördermittel beantragt. Die ganzen Planungen sind abgeschlossen und auch da können wir jetzt anfangen. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr auch an der Stelle eine ganz wichtige Bautätigkeit starten. Denn die Innenstadt wird sich verändern, überhaupt keine Frage. Da ist in den letzten Jahren Stichwort Einzelhandel, der sich zurückzieht. Vieles passiert, nicht alles hat mich sehr gefreut, aber die Innenstadt ist ein hochattraktiver Standort und durch solche Aktivitäten werden wir die Entwicklung der Innenstadt stärken. Und ist geplant, dass, du hast gerade das Hotel angesprochen und auch die Zentrale von Kankikom, dass der Innenhafen so weiter Richtung ja, Rotlichtmilieu sich auch noch verlagern kann? Ja, wir sind da im Austausch mit Flächeneigentümern bzw. mit denen, die auf den Flächen dort ihre Betriebe haben. Das Ziel ist natürlich, dass wir die attraktiven Wasserflächen, die wir haben und die Entwicklung des Innenhafens da auch fortsetzen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, aber das ist nichts für jetzt sehr kurzfristig, sondern eher für mittelfristige Planung. Dann lass uns zum Mercator-Viertel gehen. Leider muss ich sagen, ist in diesem Jahr noch kein Bagger wirklich angerollt. Klar, jetzt, wenn da ein Hotel gebaut werden soll, ist das gerade nicht der optimale Zeitraum. Aber wie sind da Aussichten, dass da ja ein Baustart erfolgen kann? Ja, auch hier hätte ich mir natürlich ein etwas schnelleres Tempo gewünscht. Ich muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass es da trotz bester Bemühungen von allen Beteiligten an ganz vielen Stellen unerwartete Schwierigkeiten gegeben hat. Die Archäologie und die Einplanung in den B-Plan, in den Bebauungsplan, das hat länger gedauert, als man gedacht hat. Die Vermarktung selber ging eigentlich relativ schnell. Und wir haben auch interessante Investoren für die Grundstücke gefunden. Wenn ich wir sage, meine ich vor allen Dingen die GEBAG, die als Flächeneigentümerin da tätig ist oder als Vermarkterin da tätig ist. Aber auch hier hat Corona sozusagen so ein Stück weit den Fuß auf die Bremse gestellt. Das muss man respektieren, das ist auch so. Und mir ist wichtig, dass wir über Qualität an der Stelle reden. Das ist ein ganz zentrales Innenstadtquartier. Und mir hilft es nichts, wenn ich da jetzt irgendwie, nur weil es schnell gehen muss, irgendeine Bebauung durchwinke. Ich möchte da schon eine vernünftige Bebauung, die Duisburg auch über 10, 20, 30 Jahre prägen kann. Und ich hoffe sehr, dass uns dann 2021, das Vergnügen von Baggerfahrern in der Duisburger Innenstadt dann beschert wird. Ich bin da aber auch ganz zuversichtlich. Aber das Geburtshaus von Mercator ist auch nicht gefährdet, also das wird auch nach wie vor gebaut. Das Mercatorhaus ist ein Thema, was mir auch persönlich sehr wichtig ist. Ich glaube, ein Mercator-Viertel ohne das Haus von Mercator, das ist nicht vorstellbar. Aber auch an der Stelle sind alle Signale, die ich bekomme, so, dass das weiterhin geplant und auch entsprechend dann gebaut wird, wenn es mit dem Hochbau nebenan vorangeht. Das müssen wir jetzt nochmal klären, wann es da losgeht. Und dann geht es aber auch mit dem Mercatorhaus weiter. Und ihr wollt auch einen Brückenschlag hinbekommen zwischen Innenstadt auf der einen Seite Richtung Innenhafen. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen des Platzes. Kuhlenwalkarree. Kuhlenwalkarree, vielen Dank. Da soll auch der Bagger anrollen und das soll auch alles umgestaltet werden. Ja, es ist etwas, was immer wieder uns zurückgespiegelt wird, dass gerade auswärtige Gäste, aber auch erstaunlich viele Duisburger gar nicht realisieren, wie nah eigentlich Innenhafen und Innenstadt sind. Und das wollen wir ein Stück weit auch fußläufig erlebbarer machen, indem wir quasi nebenan als Nachbar zum Mercator-Viertel die Wegebeziehung zwischen Innenstadt und Innenhafen über das Kuhlenwalkarree attraktiver machen. Und das ist durch den Entwurf, der vom Rat beschlossen wurde, ermöglicht worden. Wir haben jetzt Fördermittel, die wir beantragen, die erst bewilligt werden müssen. Da rechne ich auch nicht mit einer Bautätigkeit im nächsten Jahr, aber ich denke schon, im übernächsten Jahr kann es da losgehen. Und darauf können wir uns in Duisburg freuen, weil das ein Stück weit dazu beitragen wird, dass zwei für Duisburg ganz wesentliche Bereiche enger zusammenwachsen. Jetzt haben wir die Innenstadt abgegrast. Du hast auch mehrfach Hochfeld schon erwähnt. Auch da sind am Rheinpark Bagger angerollt. Das ehemalige Gelände von Mittelstiel ist, ich glaube, mittlerweile dem Erdboden gleichgemacht, wenn ich es richtig weiß. Bin da auch schon länger nicht mehr gewesen. Was wird da passieren auf dieser großen Fläche?
Ja, darauf kann sich Duisburg insgesamt, darauf kann sich die ganze Region freuen, denn das ist einerseits Teil der IGA, der Internationalen Gartenausstellung 2027. Da sind wir als einer der drei Hauptstandorte ausgewählt worden, neben Gelsenkirchen und Dortmund, was mich sehr freut. Da werden wir viele wirklich spannende Projekte in Hochfeld und rund um Hochfeld präsentieren. Und zwar nicht erst 2027, sondern natürlich schon auf dem Weg dahin. Also auch schon, ich denke, ab 2023, 2024 wird man die ersten sichtbaren Zeichen der IGA in Duisburg sehen. Und das setzt uns auch unter einem positiven Druck, denn manches muss eben zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein, wenn es 2027 auch zum Beispiel blühen soll. Und auf diesen Druck freue ich mich, denn er ist positiv und er wird Duisburg zum Positiven verändern. Ich habe gerade schon die Wegebeziehung über die Duisburger Freiheit angesprochen. Die Fahrradwege beispielsweise, die Grünwege, die Grünflächenbeziehung, die müssen hergestellt werden. Das wird Duisburg gut tun. Und der zweite große Teil der Fläche, der wird eben einerseits für eine Gewerbeentwicklung, andererseits für eine Wohnentwicklung vorgesehen oder ist vorgesehen. Und auch das wird Hochfeld insbesondere gut tun und wird dafür sorgen, dass dieser Stadtteil, der eigentlich, wenn man genauer hinschaut, wirklich wunderschön ist, aber an einigen Stellen echt zu kämpfen hat, dass der nochmal einen positiven Impuls bekommt, von dem ich mir persönlich viel verspreche. Die Ministerin Scharrenberg hat so ein bisschen kritisiert, dass die Städte bei der IGA nicht so schnell dran sind, wie es sein soll. Ist das so? Hat die Ministerin recht? Also sie hat sich für die eigentlich nicht ganz unbegründete Kritik das falsche Beispiel rausgesucht. Ich glaube, dass die einzelnen Städte, insbesondere Duisburg, was die Vorbereitung auf die IGA angeht, wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und dass wir da auf einem guten Weg sind. Also da müssen wir uns, glaube ich, nichts vorwerfen lassen. Da sind wir gut aufgestellt und arbeiten da auch mit Hochdruck dran. Ich glaube, dass es denkbar mehr Kooperationsmöglichkeiten von Städten, insbesondere im Ruhrgebiet, gibt. Und das ist etwas, was ich seit Jahren über den RVR und über die kommunalen Austauschmöglichkeiten, die es gibt, versuche auf den Weg zu bringen. Ob das der Nahverkehr ist oder ob das beispielsweise die Digitalisierungssachen sind oder ob das Backoffice-Angebote sind, die zentral an einer Stelle erledigt werden können. Da geht mehr. Der RVR, der Regionalverband im Ruhrgebiet, ist kraft Gesetzes in die Lage versetzt worden, dort bestimmte Angebote für andere Städte vorzuhalten. Und ich hoffe, dass das in dieser Wahlperiode des Regionalrates dann auch erfolgen kann. Und insofern, die Kritik war an der Stelle auf das falsche Thema bezogen. Und ansonsten begreife ich sie als Ansporn, dass wir mehr zusammenarbeiten, und die Möglichkeiten dazu gibt es. Jetzt springe ich ein bisschen, nämlich nach Ruhrort. Dort gibt es den Eisenbahnhafen. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade. Ich denke, das könnte auch ein Schmuckstück werden in unserer Stadt, aber leider tut sich nichts. Ist das nicht mal sowas, dass man dem Herrn Starke sagt, hey, guck mal da, kannst du da nicht was entwickeln? Oder ein Fall für die GEBAG? Ja, es ist zum Beispiel oder vor allen Dingen ein Thema oder ein Beispiel dafür, dass wir früher nicht in der Lage waren, Grundstücke, die ganz zentral für die Entwicklung eines Stadtteils oder der gesamten Stadt waren, zu kaufen. Dazu sind wir jetzt in der Lage, Stichwort Wedau, Stichwort Alter Güterbahnhof, Theißengelände, Angerbogen beispielsweise. Das war damals nicht der Fall. Dieses Grundstück ist leider Gottes verkauft worden. Die Entwicklungen, die man sich damals erhofft hat, sind nicht eingetreten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und jetzt müssen wir eben damit leben, dass es einen privaten Eigentümer gibt, der Herr des Verfahrens ist. Und wir haben nur sehr begrenzt Einfluss darauf, dort etwas zu realisieren. Also eine der ganz wenigen Stellschrauben ist das Thema Gefahrenabwehr. Da gab es ein ehemaliges Löwenhaus, genau, das alte Haus, was mittlerweile baufällig war und auch für die Menschen durchaus Gefahren mit sich gebracht hat. Wir haben entsprechende Ordnungsverfügungen auf den Weg gebracht und inzwischen ist das Haus abgerissen. Aber das ist natürlich nicht das, was man sich von so einem Grundstück erhofft. Das Grundstück selber ist ein absolut tolles Grundstück. Und die Entwicklung, die da geplant war, wäre toll gewesen für Ruhrort und auch für Duisburg. Ich kann jetzt im Moment nur feststellen, der Eigentümer hat es bislang nicht umgesetzt. Der hat auch inzwischen mehrfach gewechselt. Und wir stehen aber im Austausch und ich hoffe, dass es dann gelingt, irgendwann mal wieder was tatsächlich Realisierbares dorthin zu bekommen. Und wir haben als Stadt selbstverständlich auch ein Interesse daran, daran mitzuwirken. Und jetzt springe ich von Ruhrort nach Wedau, was ja auch schon mehrfach angesprochen wurde. Das Projekt heißt Sechs Seen Wedau. Es gibt eine nördliche Fläche, eine südliche Fläche. In der nördlichen Fläche soll sich ansiedeln, ich sage jetzt mal Hightech und Universität.
Ich glaube, die ersten Bagger auf dieser Fläche rollen oder sind schon angerollt. Da wird schon gebaut, oder? Ja, wir bereiten die Fläche auf und die Fläche vor. Da muss ein Lärmschutzwall angelegt werden, da muss Infrastruktur verlegt werden. Wir haben teilweise mit einem Rechenzentrum schon Vorarbeiten geleistet, damit es da losgehen kann. Das ist eine für Duisburg hochattraktive Fläche im Norden, was die Erweiterungsmöglichkeiten der Universität angeht, aber auch Kooperationen von Gewerbe, von Industrie und Universität, Stichwort Digitalisierung, Start-up-Center, da ist einiges drin. Und auch hier sind wir als Flächeneigentümer in der komfortablen Situation, mit unseren Partnern zusammen nicht sofort handeln zu müssen, sondern uns in Ruhe aussuchen zu können, mit wem wir was am sinnvollsten dort realisieren. Und auf der Südfläche, also der Wohnfläche sozusagen, das ist die größte Wohnbauentwicklungsfläche in ganz Nordrhein-Westfalen. Da wird auch bereits gearbeitet. Ich denke, da werden wir im nächsten Jahr in die Vermarktung einsteigen können. Das wird insofern ein wirkliches Highlight, weil dort auf einer Brache, die es bislang war, neuer Wohnraum entstehen wird und damit eben auch vielen Bürgerinnen und Bürgern zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten Zugang zu dieser Fläche ermöglicht wird und zu dem entsprechend schönen Quartier der Sechsseenplatte. Und ich glaube, das ist nicht nur was für den Lokalbezug Wedau und Bissingheim, sondern für ganz Duisburg. Ein tolles Projekt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich möchte gleich im dritten Teil mit dir über das allbeherrschende Thema Corona sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir noch einmal ab in die Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil bei Spruchreif. Der Jahresrückblick 2020, der dritte Teil mit Oberbürgermeister Sören Link. Sören, wir haben über die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt gesprochen, über die ganz, ganz vielen Projekte, die in unserer Stadt anstehen und die unsere Stadt weiter nach vorne bringen. Aber es gab ein beherrschendes Thema in diesem Jahr. Corona. Keine Stadt ist dran vorbeigekommen. Wie beurteiltest du die aktuelle Lage in unserer Stadt? Also Corona ist was, was ich mir vor einem Jahr hätte nicht träumen lassen, dass es sowas gibt weltweit, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch hier in Duisburg. Ich glaube, wir sind bislang durchaus gut durch die Krise gekommen, aber die Lage ist nach wie vor ernst und wir nehmen sie auch entsprechend ernst. Die Zahlen sind hoch, wir sind immer daran interessiert gewesen, sehr zeitnah die Lage zu beurteilen, die richtigen Maßnahmen zu treffen, sie auch klar zu kommunizieren. Also insofern, die Lage ist ernst, die Zahlen sind hoch, aber wir haben als Stadt die richtigen Voraussetzungen geschaffen, damit die Zahlen runtergehen. Wir haben eine leistungsfähige Infrastruktur, sowohl was die Kontaktnachverfolgung, die Arbeit des Gesundheitsamtes angeht, aber vor allen Dingen auch das Thema Testen. Da sind wir richtig gut in den letzten Monaten gewesen und wir sind als Stadt sehr leistungsfähig, wenn ich an das Thema Impfzentrum denke. Wir sind einsatzbereit und wenn der Impfstoff vorliegt, können wir sofort loslegen, die besonders gefährdeten Gruppen zu impfen. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andere ehrenamtlich Tätige, nebenamtlich Tätige da so eine gute Arbeit leisten. Und ich bin übrigens auch sehr dankbar, dass die Bevölkerung sich weitestgehend an die Vorgaben hält. Also die Vorgaben machen den wenigsten Freude. Aber ich habe das Gefühl, dass die allermeisten Menschen sich da wirklich dran halten, dass sie sich und ihre Lieben schützen wollen. Und das ist etwas, was mir wiederum auch sehr gut tut. Ich habe das Gefühl aber, dass du sehr konservativ bist und sehr zurückhaltend bist, also härtere Maßnahmen forderst. Du hast ja auch jetzt den Lockdown auch gefordert und konntest nicht verstehen, dass Armin Laschet das nicht so wollte. Er ist ja jetzt gekommen, der Lockdown. Wieso bist du da so restriktiv? Weil ich denke, dass die Gesundheit, das Leben der Duisburgerinnen und Duisburger das Wichtigste ist, was ich als Oberbürgermeister zu schützen habe. Und alles, was diesem Ziel dient, von mir zu unternehmen ist. Und ich habe mich da schon drüber geärgert an der einen oder anderen Stelle, dass insbesondere die Landesregierung da zu spät reagiert hat, zu früh bei den Lockerungen war oder nicht konsequent genug. Denn das wichtigste Gut, was wir haben, ist Vertrauen in eine verlässliche, absehbare, nachvollziehbare Politik. Da ist aus meiner Sicht viel Kapital oder vieles liegen geblieben auf dem Weg in den letzten Monaten. Ich will aber deutlich machen, dass wir unterm Strich in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen und in Duisburg froh sein können, dass wir bislang so gut durch die Krise gekommen sind. Andere Länder braucht man gar nicht so weit in die Welt hineinschauen. Andere Länder hat es da deutlich schwerer getroffen. Ich glaube, das muss man auch immer mal wieder sagen. Die Struktur in Deutschland funktioniert.
es hätte an der einen oder anderen Stelle besser laufen können. Und genauso wie ich mehrmals gesagt habe, wenn in Duisburg Fehler passieren, das ist so, wo viel gearbeitet wird, werden Fehler gemacht, dann übernehme ich dafür die Verantwortung, ich entschuldige mich dafür. Genauso hätte das dem einen oder anderen Spitzenpolitiker auf Landes-, vielleicht sogar auf Bundesebene gut angestanden, das auch mal so zu sagen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen diesen konsequenten, diesen sehr restriktiven Kurs sehr zu schätzen weiß, weil damit klar ist, dass das hohe Gut, Gesundheit und Leben geschützt wird. Und deswegen finde ich mich in diesem Kurs auch sehr wieder. Du hast auch in einer Videobotschaft gesagt, dass du hart gegen Maskengegner vorgehen willst. Aber ausgerechnet an dem Tag, wo eine große Demo, ich sage jetzt mal der Querdenker, vom Rathaus war, die eben keine Masken getragen hat. Das war so ein bisschen konträr. Ja, das ist an dem Tag nicht sonderlich gut gelaufen. Danach haben wir allerdings Polizei als die Behörde, die für Versammlungen in Duisburg zuständig ist und Stadt sehr konsequent zusammengearbeitet. Ich glaube, das war ein deutlicher Weckruf. Und insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit der letzten Wochen auch zu dem Erfolg führt, den wir uns alle versprechen, und dass sich sowas nicht wiederholt. Und in Leserbriefen der WAZ wurde gesagt, dass man von dir, vom OB, jetzt in diesen Krisenzeiten auch nicht mehr so viel hört. Ja, also der eine freut sich, wenn er mich sieht, der andere wundert sich, wenn er mich nicht jeden Tag sieht. Ich war die ganze Zeit präsent. Natürlich fallen öffentliche Termine nicht mehr an im Moment. Das ist sehr bedauerlich, habe ich mehrfach gesagt, dass ich jemand bin, der diese Gesprächssituation mit Menschen gerne nutzt, um für mich, für die Politik, die ich vertrete, zu werben, für den Kurs der Stadt. Aber unter Corona-Gesichtspunkten verbietet sich das im Moment. Ich habe versucht, hinter den Kulissen sozusagen im Krisenstab oder mit dem Krisenstab zusammen die richtigen Entscheidungen für die Stadt zu treffen. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Arbeit gemacht. Und deswegen finde ich, das ist unterm Strich eine wirklich erfolgreiche Arbeit in Sachen Corona, die Stadt Duisburg hier hingelegt hat. Und die Gelegenheit für mehr Spatenstiche, für mehr öffentliche Auftritte wird dann nach Corona wieder kommen. Also du stehst auf jeden Fall Rede und Antwort. Das sehen wir ja jetzt hier auch bei uns in der Sendung. Also mein Eindruck war das nicht. Was mich aber gewundert hat, ist, dass Freiwillige, die sich gemeldet haben, um der Stadt zu helfen, gerade wenn es darum geht, eben Ketten telefonisch zu verfolgen, dass die nicht angenommen wurden. Da waren, zumindest so habe ich es gelesen, auch Leute dabei, die aus Callcentern kamen. Die Stadt hat gesagt, nee, aber auf der anderen Seite wurde dann Personal der Bundeswehr genommen. Wieso? Ja, das ist schwer pauschal zu erklären. Man muss sich da jeden Einzelfall anschauen. Aber wir haben ein Interesse daran, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die mittelfristig, langfristig da sind. Also die man einarbeitet, das ist nicht mal eben telefonieren. Da braucht man schon entsprechendes Hintergrundwissen, weil dahinter Verfahren liegen, wenn jemand positiv getestet wurde oder Kontaktperson 1 ist, also Kontakt zu jemand positiv getesteten hat. Dahinter liegen entsprechende Verfahren. Die Einarbeitung ist nicht ohne. Und nach der Einarbeitungszeit braucht man jemanden, der da auch Zeit investieren kann, und zwar verlässlich über mehrere Wochen, am besten mehrere Monate. Da ist nicht jeder Freiwillige sofort für geeignet, das im Einzelfall rüberzubringen. Das ist wirklich viel Arbeit gewesen. Ich freue mich über die Meldung von Freiwilligen. Aber wir werden mit Sicherheit noch Bedarf an anderer Stelle haben bei der Kontaktnachverfolgung. Gibt es andere Möglichkeiten, Freiwillige einzusetzen? Davon bin ich überzeugt. Das lässt sich eben nicht per se sagen. Wir haben vor ein paar Monaten das Thema Kontaktnachverfolgung in dem Umfang, wie wir es heute haben, nicht auf dem Schirm gehabt. Es wird mit Sicherheit weitere Entwicklungen geben. Ich freue mich darüber, dass wir über die Kameraden der Bundeswehr dort Unterstützung bekommen haben, dass wir intern viel umgeschichtet haben, wo Mitarbeiter der Stadt aushelfen. Ich freue mich darüber, dass wir weiteres Personal einstellen konnten, weil das wichtig ist, Bescheid zu wissen, was in der Stadt passiert. Und wenn Bedarfe oder Beschäftigungsmöglichkeiten für Freiwillige sind, da haben wir nie einen Hehl draus gemacht, dann werden wir uns gerne melden. Ich habe anfangs gedacht, dass Corona möglicherweise ja eine soziale Pandemie ist. Mittlerweile sehe ich, dass Bundesländer wie Sachsen oder auch Bayern, ja, die sind ja förmlich explodiert. Da sieht es ja bei uns mittlerweile wieder besser aus. Aber teilst du diesen Eindruck, dass das auch irgendwo eine soziale Pandemie ist? Ja, ein Stück weit schon.
Es ist natürlich leichter, wenn man ein eigenes Grundstück hat, wenn man alleine oder mit wenig Personen in einer entsprechend großen Wohnung, in einem großen Haus wohnt. Dann ist es leichter, unter den Corona-Bedingungen damit umzugehen, als wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, mit vielen Leuten in einer kleinen Wohnung wohnt. Es ist für einige Leute schwierig, sich darauf einzulassen, deren Leben im Freundeskreis, auf der Straße, im Restaurants, in Teestuben stattfindet. Also insofern, das hat schon eine gewisse soziale Komponente. Aber ich glaube, unterm Strich muss man wirklich einfach sagen, die allermeisten Leute halten sich dran und die Entwicklung, die wir in Duisburg unterschiedlich wahrnehmen, inzwischen veröffentlichen wir ja auch nach Bezirken die entsprechenden Zahlen, die ist für uns Anlass, immer sofort nachzusteuern. Wenn wir irgendwo im, sagen wir mal, im Duisburger Süden feststellen, die Zahlen steigen, dann gucken wir genau hin, wo steigen die Zahlen, warum steigen die Zahlen, und dann gibt es manchmal eine Erklärung, die ist ganz einfach. Auch wenn sie schlimm ist, in dem Fall zum Beispiel ein Altenheim, was betroffen ist, die Zahlen steigen deutlich. Aber dann wissen wir, dass wir da jetzt drumherum nicht mehr viel machen müssen. Wenn woanders die Zahlen steigen und so eine einfache Erklärung nicht auf der Hand liegt, etwas diffusere Erklärungen einfach herangezogen werden müssen, dann reagieren wir darauf auch, indem wir mit Polizei und Ordnungsamt stärker kontrollieren. Ich finde, das hat schon wirklich gut geklappt in den letzten Monaten. Und gerade so die Kontrollen in Bussen und Bahnen, die am Anfang ganz schwierig waren, aber dann zusammen mit der DVG. Die aber auch sehr voll waren zum Teil. Absolut. Die Leute müssen irgendwo zur Arbeit zum Beispiel kommen. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir das Angebot aufrechterhalten haben. Aber gerade die Kontrollen haben dazu geführt, dass viele Leute, die es vielleicht am Anfang auf die leichte Schulter genommen haben, dann am Ende mit einer Maske in Bussen und in Bahnen rumgesessen haben. Und die sich ja nicht dran halten, eben damit rechnen mussten, dass sie da erwischt werden. Ich kann nur sagen, mir fehlt jedes Verständnis dafür, ob das soziale Gründe hat oder nicht. Mir fehlt jedes Verständnis dafür, wenn jemand heute immer noch ohne Maske durch die Gegend rennt, wenn heute immer noch große Partys gefeiert werden, von mir aus im kleinen heimlichen Wohnzimmer. Mir fehlt jedes Verständnis dafür, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden, weil egal welche Sprache man spricht, das ist etwas, was weltweit, glaube ich, jedem jetzt klar sein muss. Corona ist ernst zu nehmen und insofern kann ich nur appellieren, dass wir da gemeinsam, so wie wir es bisher gemacht haben, auch weiter uns schützen, unsere Lieben schützen, damit auch unsere Stadt schützen. Jetzt hoffen wir alle auf den Sommer nächsten Jahres, dass die Situation besser wird und natürlich das Impfzentrum, was, wie du schon gesagt hast, mittlerweile eingerichtet ist. Was versprichst du dir? Werden wir schnell geimpft oder ist das doch ein deutlich längerer Prozess? Schwer vorherzusehen. Wir haben vom Land die klare Vorgabe, wir müssen mindestens 2.500 Menschen jeden Tag impfen. Oh. Das ist schon eine sportliche Zahl. Wir haben die Infrastruktur darauf ausgerichtet, dass wir das mindestens hinkriegen, wenn entsprechender Bedarf ist, auch mehr. Unsere Impfungen, die wir im TAM, im Theater am Mariendorf vornehmen werden, werden ergänzt durch mobile Angebote, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen oder beispielsweise in Krankenhäusern. Und es ist etwas, wovon ich jedenfalls hoffe, dass es nur zeitlich befristet notwendig ist. Also die Erwartungshaltung, die auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geäußert hat, dass wir im Laufe des nächsten Jahres auch in die Ärztepraxen, in die Krankenhäuser gehen können, wie bei einer Grippeimpfung, und dort geimpft werden kann, die unterstreiche ich sehr. Aber solange es erforderlich ist, werden wir im Impfzentrum da sein. Jetzt als letzte Frage, wann wird Sören Link geimpft? Sobald ich dran bin. Der Bund hat die schwierige Aufgabe, da eine Reihenfolge festzulegen. Und wenn diese Reihenfolge festgelegt ist, werde ich, wenn ich denn geimpft werden darf, mich auch sofort impfen lassen. Denn ich finde, das ist wirklich wichtig für mich, für meine Familie und auch für Leute, die mir wirklich lieb und teuer sind. Sören, vielen Dank, dass du vergangene Woche und auch diese Woche für unseren Jahresrückblick zur Verfügung standst. War sehr schön. Wir sind sehr gespannt auf die vielen, vielen Projekte, die anstehen. Und wir hoffen alle, ja, dass Corona hoffentlich bald ein Ende haben wird. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und allen, die zuschauen und allen hier im Sender, ein schönes Jahr 2020, noch eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch. Ja, dir auch. Danke. Ja, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.